Willkommen zur Vorlesung, ich glaube im Vorlesungsverzeichnis heißt es Datenbanksysteme oder so. Ich habe es jetzt mal Datenbanken genannt, ist kürzer, lässt sich leichter merken. Das ist eine Vorlesung, die eigentlich vom Kollegen Stein aus Weimar stammt. Ich war früher auch in Weimar, bevor ich dann nach Halle und dann nach Jena gegangen bin. Und ja, die entwickeln wir jetzt gemeinsam weiter. Das heißt, wenn Sie die mal in einem anderen Ort hören wollen, können Sie auch immer nach Weimar gehen. Die sind eine Woche voraus, die haben letzte Woche schon angefangen mit ihrer Vorlesungszeit. Worum wird es gehen? Ganz grob ist das so die inhaltliche Idee nach einer Einführung, die wir heute hoffentlich, wenn ich mir Mühe gebe, schaffen. Werden wir uns ein bisschen mit dem konzeptuellen Datenbankentwurf beschäftigen, also dem darüber nachdenken, wie Dinge eigentlich in Datenbanken abgelegt werden sollten, wenn man ein konkretes Realweltproblem hat. Dann dem logischen Datenbankentwurf im relationalen Modell, das ist also ein ganz klassisches Herangehen. Die meisten meinen mit Datenbank eigentlich immer relationale Datenbanken, zumindest wenn sie nichts dazu sagen. Dann schauen wir uns ein bisschen die Grundlagen relationaler Anfragesprachen an, das ist eher ein formaler, mathematischerer Teil, bevor wir dann mit der eigentlichen konkreten Anfragesprache SQL oder SQL, je nachdem, welche Aussprache Sie bevorzugen, eine Weile beschäftigen. Also das ist dann das, womit man tatsächlich mit konkreten Datenbanken spricht, mit denen interagiert. Und am Ende noch so ein bisschen Entwurfstheorie, da wird es wieder ein bisschen formaler, drüber nachdenken, wie denn eigentlich Datenbanken so entworfen werden können, dass möglichst viele Bedingungen, die man an sie stellt, automatisch gleich erledigt sind. Die grauen Sachen, das sind Dinge, die wir wahrscheinlich hier in der Vorlesung nicht schaffen. Sowas wie physischer Datenbankentwurf, also wie legt man die Sachen denn konkret auf Speichermedien ab, sodass sie schnell zugreifbar sind und wie kann man dann auch tatsächlich schnell darauf zugreifen oder auch alle möglichen anderen Sachen ein bisschen tiefer in das Transaktionswesen reingehen oder Fehlerfälle behandeln oder so. Das wird dann eher was sein, was es vielleicht irgendwann mal als Datenbanken 2 Veranstaltung gibt. Die gibt es aber noch nicht, deswegen sind die Sachen grau. Also dazu wird man ziemlich sicher dieses Semester nicht kommen. Die Lernziele, die ich so für Sie ganz grob hätte, dass Sie eine ungefähre Vorstellung haben, was Sie erwartet, wenn Sie hier dabei bleiben. Wir werden uns mit den Grundbegriffen von Datenbanken eingehend beschäftigen und versuchen zu verstehen, was die bedeuten und wie die verschiedenen Komponenten, die es in so einem System gibt, tatsächlich dann zusammenspielen. Wir werden charakteristische Eigenschaften kennenlernen, also Dinge, die man von einer Datenbank erwartet, von einer ordentlichen Datenbank. Dabei denkt man meistens an relationale Datenbanken. Wir werden uns Techniken zur Modellierung anschauen und die werden Sie auch anwenden in der Übung. Zur Übung sage ich dann gleich noch ein bisschen was. Wir werden auch in der Übung mit relationalen Datenbanken und der Sprache SQL praktisch versuchen umzugehen und auch ein bisschen formal arbeiten. Also die Vorlesung ist in manchen Teilen sehr formal, was mir entgegenkommt und Ihnen hoffentlich auch, weil man es dann eben, wenn man ein gewisses Verständnis für sowas entwickelt hat, sehr leicht versteht und Datenbanken am Ende auch nicht viel mehr sind als eine ganze Menge Logik und Operationen, die man mit logischen Ausdrücken durchführen kann. Ja, und nebenbei, ab und an gibt es mal einen Verweis irgendwo ins Web oder auf die verwandte Literatur, die können Sie dann zur eigenen Weiterbildung nutzen. Müssen Sie nicht unbedingt, um die Veranstaltung erfolgreich abzuschließen. Was bedeutet erfolgreich abschließen? In dieser Größenordnung wird es wahrscheinlich am Ende eine Klausur geben, so denn nichts dazwischen kommt, auch wahrscheinlich in Präsenz. Und die Übungen, die Sie sozusagen begleitend zur Vorlesung besuchen sollen, sollen Sie auf die Klausur natürlich irgendwie vorbereiten. Also die Aufgaben könnten so ähnlich dann welche sein, die in der Klausur drankommen. Das Problem dabei ist, dass ich erst seit September hier in Jena bin und noch nicht so mitarbeitertechnisch ausgestattet bin, dass wir die Übungsserien bepunkten werden. Das heißt, Sie können die Übungsserien gerne bearbeiten und Ihre Lösungen dann in den Übungsgruppen, die beiden Gruppen sind mittwochs und donnerstags, da wird immer dasselbe passieren, also Sie müssen nicht in beide Gruppen gehen, in den beiden Gruppen dann vorstellen, diskutieren mit dem Übungsgruppenleiter, aber es wird keine Punkte geben und auch dann entsprechend keine, in dem Sinne Klausurzulassung, dass Sie mindestens die Hälfte der Punkte erzielt haben müssen oder so. Ich appelliere natürlich trotzdem ein bisschen an Sie selbst, wenn Sie die Übungsaufgaben machen, sind Sie deutlich besser vorbereitet auf die Klausur, als wenn Sie die nicht machen. Das ist so, naja, Sie sind alle erwachsen. Wenn dann irgendwann die Arbeitsgruppe hier vollständig ist, gibt es bestimmt auch wieder Punkte da drauf auf die Übungsgruppen oder auf die Übungsabgaben, aber im Moment nicht. Dazu wird Ihnen dann Mike Fröbe noch ein bisschen mehr erzählen, das ist der Übungsgruppenleiter für beide Übungsgruppen. Diese Woche finden keine Übungen statt. Nächste Woche dann eine Art Tutorium, können Sie gerne Fragen stellen.
zu Dingen, die Sie mich nicht fragen wollten oder auch zum Übungsblatt für den ersten Umlauf. Das erste Übungsblatt wird dann in der dritten Woche lösungstechnisch besprochen werden. Und dann kann es sein, dass wir immer mal so einen abwechselnden Rhythmus haben. In den Übungen ist mal ein Tutorium zur Vorlesung bzw. zum Übungsblatt und dann gibt es wieder eine Woche, in der die Übungsaufgaben tatsächlich besprochen werden. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich auch immer fragen, aber falls es was gibt, was Sie jemanden fragen wollen, der nicht Professor heißt oder so, fragen Sie Mike Fröbe. Mich persönlich erreichen Sie am besten per E-Mail, da schaue ich regelmäßig nach. Im Moodle muss ich, glaube ich, noch irgendein Forum einrichten oder so und gucken, ob ich mir da die Sachen per E-Mail weiterleiten lassen kann. Dann kann ich da auch versuchen, darauf zu reagieren. Aber ansonsten einfach, wenn es was nicht zeitkritisches ist, vor oder nach der Vorlesung ansprechen oder eine E-Mail schicken. So viel vielleicht Vorrede von mir zum Organisatorischen bei der Veranstaltung. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gesagt habe, wo Sie sagen, das interessiert uns jetzt aber so dringend? Ja? Nur eine organisatorische Frage. Auf Filodin stand, dass die Vorlesungen aufgezeichnet werden, dass man sich nochmal anschauen kann. Ja? Deswegen wiederhole ich Ihre Frage gleich. Aufzeichnung der Vorlesung, ja, wird es geben. Zumindest habe ich Sie dafür angemeldet und hoffe, dass es klappt. Also zumindest steht hier, es wird jetzt gerade aufgezeichnet. Also falls Sie nicht aufgezeichnet werden wollen, sollten Sie wahrscheinlich hier vorne jetzt nicht durchs Bild laufen oder so. Und ansonsten, ja, also die Aufzeichnungen sind dann, sagt man mir, irgendwann in den nächsten Stunden für Sie im Moodle verfügbar. Ja. Noch eine zweite Frage im Anschluss, oder? Okay. Sonst irgendwas? Ach ja, die Vorlesungsunterlagen versuche ich immer spätestens am Montag vor der Vorlesung hochzuladen, sodass Sie die, falls Sie da reinschreiben wollen oder so, dann auch schon rechtzeitig haben. Wenn ich das mal vergessen haben sollte, mache ich es dann hier live im Hörsaal. Erinnern Sie mich dran, falls ich es vergessen habe. Aber es sollte hoffentlich nicht passieren. Gut, dann steigen wir ein. Also im Prinzip grob der Fahrplan, Prüfung eben dann am Ende, wahrscheinlich schriftlich, außer Sie steigen alle aus und es bleiben nur 10 übrig oder so, wovon ich nicht ausgehe, was ich nicht hoffe. Frage? Nee, Klausurtermin steht noch nicht fest, aber ich gebe mir Mühe, den möglichst bald festzulegen, weil mir gesagt wurde, dass es dann leichter ist, den Raum zu bekommen, den man vielleicht möchte oder so. Ja. Sobald ich den bestätigt bekommen habe, sage ich Ihnen Bescheid, beziehungsweise schreibe es auch wahrscheinlich in Moodle einfach irgendwie in irgendeiner Form hin. Ich muss dazu sagen, Moodle benutze ich seit wenigen Wochen. Vorher an der anderen Uni, wo ich war, war das System ein anderes und sah ein bisschen anders aus. Aber ich gebe mir Mühe. Wenn es irgendwas gibt, was Ihnen fehlt, sagen Sie mir Bescheid. Ja, sonst noch Fragen zum allgemeinen organisatorischen Ablauf? Gut, wenn nicht, dann, falls Sie zwischendrin mal was fragen wollen, einfach melden, wenn ich sehe, nehme ich Sie direkt dann dran. So ein bisschen eine Einführung in den Bereich Informatik und Datenbanken, was gibt es denn da noch so? Naja, Dinge, die wir hier nicht in der Vorlesung konkreter besprechen werden, Sachen wie Ingenieurdatenbanken, wo irgendwelche, das sollen Schaltpläne sein, die Sie da oben links sehen, Multimedia-Datenbanken, wo eben, keine Ahnung, Bilder, Videos und sonst was, Audiomaterial drin ist, schauen wir uns nicht so genau an hier in dieser Vorlesung. Geoinformationssysteme ist auch ein angrenzendes Gebiet, schauen wir uns auch nicht so genau an. Deduktive Datenbanken erwähne ich 2-3 Mal, aber schauen wir uns auch nicht so weit genauer an. Data Warehouses auch nicht. Falls Sie Interesse an Very Large Databases im Sinne von dem Web haben, da kleiner Schleichwerbungsteil, biete ich eine Vorlesung zu Information Retrieval an, da fassen wir uns gerade mit Suchmaschinen. Kann man noch dazukommen, immer montags 10 bis 12 im Abianum und eine Übung donnerstags, wenn ich mich richtig erinnere. Offen für Bachelor- und Masterstudierende. Zumindest habe ich so gewollt. Die Frage ist, ob das tatsächlich geklappt hat beim Abbilden in den System. Genau, das sind alles Sachen, die grenzen an. Und angrenzen heißt hier in dem Fall, dass wir sie nicht in dieser Vorlesung behandeln. Falls es da Interesse auf Ihrer Seite gibt, vielleicht gibt es später irgendwann mal Spezialvorlesungen dazu. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welchem Semester ich welche Veranstaltungen dann mache. Außer die zu Information Retrieval. Quasi was Suchmaschinen machen. Die gibt es in diesem Semester. Wenn man das so ein bisschen aufdröseln will und sagen will, was sind denn so die angrenzenden Gebiete, aus denen sich vielleicht manche Ideen im Bereich der Datenbanken speisen, beziehungsweise woran die sozusagen, worauf die Intuition basiert, beziehungsweise umgedreht, was aus Datenbanken auch noch hervorgegangen ist, sind so im Bereich der Modellierung alle Sachen, die man so als syntaktische oder semantische Webtechnologien bezeichnen würde. Vielleicht haben Sie sowas schon mal gehört, HTML garantiert, XML und so weiter oder RDF, solche Geschichten. Die sind sehr ähnlich zu dem, was man sich bei Datenbanken ausgedacht hat, aber trotzdem so unterschiedlich, dass man sie nicht unter dem Begriff der Datenbanken fassen würde.
Information Retrieval und Data Mining hat insofern viel mit Datenbanken zu tun, als dass es bei beiden darum geht, dass man möglichst schnell auf Dinge zugreifen können möchte, die eine Nutzerin, ein Nutzer gerne auf eine Anfrage hin beispielsweise als Ergebnis zurückgeliefert bekommen haben möchte. Also beiden Gebieten, Information Retrieval und Datenbanken, kümmert man sich darum, wie man Datenstrukturen entwickelt, die einen Zugriff möglichst schnell erlauben. Stichwort wäre so ein Index. Kommen wir hier in der Vorlesung für Datenbanken wahrscheinlich gar nicht so genau dazu, aber eine Schleichwerbungsblock Nummer 2 in der Information Retrieval Vorlesung schauen wir uns Indexe eine ganze Weile an. Content Management Systeme oder solche Sachen, die man Wissensmanagement oder Dokumentenmanagement nennt, das sind so Sachen, die bedienen sich in vielen Umgebungen auch von so Denkweisen, die im Bereich Datenbanken wichtig sind oder sind dadurch inspiriert worden. Noch solche Geschichten wie diese ganzen E-Commerce-Sachen. Was hinter so einem Shop liegt, am Ende ist es eigentlich eine große Datenbank. Und das, was dann quasi im Webfrontend gezeigt wird, sind vielleicht Anfrageergebnisse gegen so eine Datenbank oder gegebenenfalls gegen ein Retrieval-System. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass die Daten bei einem Retrieval-System meistens nicht strukturiert sind, also im Sinne von, es könnten einfach Textblobs sein. Und bei Datenbanken geht man eigentlich davon aus, dass man zumindest eine gewisse Strukturierung schon hat, also dass man irgendwie vielleicht so Tabellen denkt, im konkreten Fall von relationalen Datenbanken hat. Also dass irgendwie die Daten in Tabellen liegen und dann aus denen herausgeholt werden sollen. Dazu kommen wir in der Vorlesung dann im Laufe ein bisschen konkreter. Aber so, dass Sie so eine gewisse Einordnung haben, was ist ähnlich, aber doch so anders, dass es hier nicht Teil der Vorlesung ist. Wenn Sie was lesen wollen, gleich schon vorab, Sie müssen kein Buch kaufen, um hier in der Vorlesung irgendwie erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass unsere Vorlesungsunterlagen gut genug sind. Die wichtigsten Bücher, die so die Inspiration für diese Vorlesung hier waren, gerade von Benno Stein aus Weimar, der hat einen großen Teil da konzipiert. Ich bin eigentlich nur der so ein bisschen redigiert und guckt, wo Tippfehler sind, sagen wir es mal so. Das ist so das El-Masri Nawate-Buch. Wenn Sie was Englisches wollen und da mal nebenbei reinschauen wollen, begleiten, wie gesagt, kaufen, nicht notwendig. Oder wenn Sie was Deutschsprachiges wollen, das Kemper-Eickler-Buch. Das sind die beiden, die so die Hauptinspiration sind, weil die eben auch so eine gewisse Grundformalität haben. Andere Datenbankbücher haben die manchmal nicht. Dann wird manches ein bisschen schwammiger, haben Sie vielleicht auch schon so ein bisschen Erfahrung gemacht in anderen informatiknahen Veranstaltungen, sobald man sich von der Formalität so ein bisschen wegbewegt, sind Dinge eigentlich immer schwer konkret zu definieren und dann auch schwierig, ein allgemeines Verständnis dafür zu entwickeln. Oder schwieriger, als wenn sie formaler sind. Aber wie gesagt, nichts davon müssen Sie kaufen, nur falls Sie sich fragen, was waren denn so die Grundlagen, an manchen Stellen steht dann auch immer mal irgendwie eine Quelle dran. Wenn nichts dran steht, könnte es aus El-Masri Nawate oder dem Kemper-Eickler-Buch gewesen sein.